Willkommen zur neuen Folge Let's Play. Wir haben Jan befohlen, mal seine Köter hier mitzunehmen. Die knurren nämlich den ganzen Tag, das nervt. Der Fekram ist gerade ganz kurz AFK, weil die Köter verschwinden. Und die anderen beiden buddeln hier immer noch lustig an ihrem Gang rum. Welche Tiefe habt ihr jetzt mit eurem Gang? Das ist nicht lustig. Ich hab mir doch gar nichts getan. Matti, dann töte sie doch einfach. Nein. Pfeile ich töte keine Hunde. Wie das achtsame Form. Die rennt dir den ganzen Tag noch hinterher, wenn Jan sie nicht irgendwo Sitz machen lässt. Matti, renn doch mal ins Gefängnis. Hier ist Kohle. Ja, Revo, wie sieht's aus? Kann man die Falsche drücken? Oh, doch nicht. Verdammt, ich bin gleich tot. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gerade gar nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Durchreiche. Matti, du musst... Ja. Ja, da war eine Kugel, danach kommen noch Sand runter. Wir haben einen Zähnen und einen Tisch, so muss es sein. Und hier liegt ja ganz viel Zeug in die Ecke. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz warten, bis Matti wieder da ist. Setz das mal Leiter noch hoch. Sag mal bitte. Wenn ihr irgendwas Wichtiges fehlt, sagt Bescheid, ich habe irgendwelchen Kram, glaube ich, eingesammelt. Ja, ich habe immer. Karotten und Dingens und Tralala und ja. Ah, hier, Eis. Oh ja, Eis. Oh, hast du übrigens gesehen, Emma, dass unser Sheriff auf dem neuesten Stand ist? Hat übrigens einen PC, weil er abends Minecraft zockt. Das ist langweilig, ne? Okay, wo ist die Maus? Andre. Ja, hallo. Die, Wo ist die Tastatur? Tastatur ist daneben, die Platte ist Tastatur. Nein, Philipp, hier ist aber der falsche Punkt. Die Platte ist Tastatur. Aber es ist fast richtig. Noch draufschreiben. Was soll ich denn? Nimm doch mal den blöden Platte hier. Lass die mal sitzen machen. Ich will da aufhören. Ja, was ist denn das mit den Ködern? Ja, wir haben schon wieder begonnen. Okay. Dann hallo. Und die Hunde sind bei mir. Ja, die knurren in einer Tour. Fütter die doch mal. Du musst ja auch um deine Haustiere kümmern, Mann. So. Kein Fleisch dabei. Hat der Sheriff zwei Eingänge oder nur einen? Ah, okay. Frage hat sich erledigt. Revoir, übrigens, du hattest letzte Woche Urlaub. Was hast du letzte Woche alles Schönes gemacht? Du musst ja am Montag wieder arbeiten, habe ich mir sagen lassen. Ja. Versuche Jan deine Hunde zu schicken. Jetzt ein paar nicht in deinem Zimmer umbringen. Von mir, Mensch. Ich glaube, der braucht zwei. Wir machen zwei alle. Eingänge. Weißt du das? Wieso? Dann müssen wir mal gucken, wie wir den Schreibtisch kriegen. So, stimmt. Wo ist denn der Hebel von der ersten Tür hier? Den hab ich vielleicht. Hab ich vielleicht. Ja, nette Hebel. Ansonsten, Philipp? Ja. Dann komm mal nochmal ins Gefängnis und zeige ich dir, wo der Gang enden soll. Ja, ich bin gerade Gang hier gerade ausgebaut. Ja, aber ich wollte dir zeigen, wo im Gefängnis der Ausgang sein soll. Ich glaube, du hast hier falsche Steine genommen, oder? Nein. Irgendwie sind sie dunkler. Weil oben was drauf steht. Weil oben was drauf steht. Jetzt habe ich keine mehr da. Was steht denn da drauf? Ich glaube, guck mal, denn hinten in der Ecke hast du es auch, das sind keine falschen Steine. So, das ist eine runter, glaube ich. Kommt drauf an, was oben drüber ist. Nee, oder? Nee, das sind andere Steine. Ey. Das sind keine anderen. Das sind halbe. Halbe in der anderen Farbe gibt es nicht. Das sind nur die halben. Hör doch mal. Okay, das heißt, wir haben irgendwelche Bugs. Oder es oben, wenn oben drüber irgendwas ist, was dunkler ist oder so, kann das manchmal so durchscheinen. Das sind die halben Platten oben drüber. Die machen den Schatteneffekt. Ja, aber nur an zwei Stellen? Ja, weil da oben drüber vielleicht Fackeln auf dem Dach stehen, das nicht durchgängig dunkel ist. Das wäre möglich. Knurrt schon wieder ein Köder rum. Jan sagt Bescheid, die müssen ja plastik trotzdem sitzen. Außerdem, Jan, das ist ganz falsch. Immer mit Profis. Wenn man einmal mitgearbeitet hat, dann will man machen nicht die mehr den arbeiten. Weg noch anders? Ja, das will ich ja Philipp die ganze Zeit sagen, aber er versteckt sich ja im Tunnel, dass er da ich nicht rauskommt. Ich repariere gerade ein bisschen hier. Ja, dann solltest du ja mal herkommen, weil ich mir sagen kann, weil das hier wird nämlich auch noch repariert. Machst du hier eins zum Galgen raus? Was ja? Hier, das, hier, guck mal, Philipp. Genau hier. Ist der Fluchttunnel.
Du wirst mal die Leiter dran lassen sollen, jetzt falle ich da runter. Jan, stell mal da, wo du bist, bitte eine Fackel hin. Genau, du kannst da, ja nochmal ein Loch machen, dann kann ich dir. So, jetzt gehe ich mal gucken. Also eine kleine Eingang? Das weiß ich nicht genau, dass man hier so eine einzelne Tür lässt, oder? Was? Nicht? Doch, ja, mach mal. Hast du noch ich muss erstmal Holz holen. Einmal hast du zufällig ein bisschen Holz einstecken? Ihr habt tatsächlich recht. Das liegt nur daran, dass da keine Fackel steht. Total genau, das ist total dämlich, ne? Das sieht aus wie das andere Zeug. Was für ein Holz braucht ihr? Ist egal, was für ein Holz, was ich verarbeiten kann, was nicht so wichtig ist. Kannst du eh noch in die Ecke? Magda, war ein schöner Name. Kannst Dankeschön. Du da noch einen hinstellen? So, jetzt wird alles einfach, ne? Ich glaube, es wird einfarbig. Ja, ich weiß nicht, aber nicht wieder. Also ich weiß nicht, solange da eine Lücke drin. Ich weiß nicht, was macht der Mutter. Ich weiß nicht, was der da oben macht. Aber der macht das jetzt zu, damit es wieder besser aussieht. Okay. Ja. Mach das schön. Ach, cheat. Ich meine, nicht cheaten. kein Fusch am Bau, das ist doch schlimm. Wir mögen nur Fusch am Bau ist wahrer Bau. Genau. Das ist doch gar nicht realistisch, was du da machst. Gut, Tropenholz, ja? Schöne Mahagoni. Sei froh, dass er kein Feuer legt. Hat er ja gebraucht. So. Übrigens, euer Sheriff braucht, glaube ich, auch noch ein Bett, oder? Nee. Na, der hat den eigenes. Der steht der hat ein eigenes Haus. Der wohnt. Guck mal, der wohnt nebenan. Da wohnt, oh Gott, Jan, alte Zündelhexe. Ja, wer es braucht. Ja, der wohnt nebenan in Jan seinem Haus, ne? Ah, okay. Hast du so ein Teil hier? Was hab ich für hier? Ganz schön dunkel, die Decke. Hast du aufgenommen oder was? Das sieht mal so aus, ja. Hast du aufgenommen? Boah, das sieht ja echt übel aus, oder? Gleich depressiv. Entschuldigung. Immer lieber, willst du nicht überall die lieber wegnehmen? Ja. Eine? Rätsch mal. Ja. Ach so. Jan, guck mal. Sieht echt schlimm aus. Jan, willst du mal gucken, wie es aussieht, wenn du alles... Die unterste Reihe weglässt, das hast du nicht hier. Ob es denn hell bleibt. So ein Teil hier. Defender, muss ich gucken, oder? Doch, hab ich auch, ja. Pack mal dann hier. Was denn? Schwarze Decke, stylisch. Nee, ich würde es wegmachen. Das finde ich schön. Ja, das war sozusagen die unterste Reihe, sozusagen, dass du unten nur Reihe hast. Sure. Weißt du, Melli, gib mal die Axt hier. Warte, ich mach's weg, weil ich hab oben. Ich vertrau dir nicht, gib mir die Axt hier. Du, das ist eine gute Axt. Genau, wunderbar. Die Axt her. Keine Ahnung, ja, warte. Aber ich möchte wieder haben. Bitte. Hier leuchtet nix. Gut. Mit. Keine Sorge. Der fackelt hier eigentlich mein Werk ab, hm? Was du da? Das war's wohl du. Aber ich hab keinen Redstone mehr. Du hast da unten Feuer angesteckt. Nee, ich bräuchte nochmal die Axt, die du in der Hand hast. Was? Also sag mal, du Opfer. Ja, das macht eben mehr Sinn, ja. Jetzt Jawohl. Alle drei. Ja, Rebur, wir waren bei deinem wunderschönen Urlaub. Wo flüchten wir denn? Ich habe natürlich nichts gemacht, wie ich das gehört im Urlaub. Du hast einfach nichts gemacht. Silvester gefeiert und dann habe ich... Unter der Kerze hier? Sex gehabt mit alten Tieren. Und alten Frauen. Und, los. Und unter der Fackel? Fluchtweg, oder nee, was? Du hast doch Medi besucht. Die ist 14, weißt du? Nein, ich sagte der Fluchtweg. Genau. Also, haben sie nicht gesagt, wir sollen noch Tier, ganz zum, alt, zum Henker machen? Ja. Aber es sind Hundejahre. Ich weiß nicht, ob ich gerade mal hauen möchte. Das geistige Alter hat ja nichts mit dem körperlichen Alter zu tun. Guck mal, ich muss das jetzt erst braten, warte. Oh, verdammt. Ja. Jetzt gibt's gebratene Kalamari. Auch okay. Ich bin getötet. Ich habe leider kein Wasser, sonst würde ich dich löschen. Ich muss ist echt lustig, wie das... Ich muss mal Mürschen essen. Ich muss mal Mürschen essen, ich bin voll. Ich muss der Ärmel jetzt wieder ganz offen. Funktioniert bei dir gerade nicht? Ich muss wahrscheinlich neu starten. Ich weiß nicht, ja, sonst so rennt hier alles auf. Weiß nicht, CPU so 30-40% im Leerlauf, halber RAM nur voll. Und wenn ich aufnehme, dann... geht, geht auf 10 Frames runter. Wie soll jetzt der Weg werden? Auch aus Cobblestone oder? Naja, das sollte jetzt nicht zwingend so aussehen, als wenn das
Leute mit Geld gebaut hätten, ne? Gut, also kam es doch. Schade, wir müssen mal gucken, ob wir noch den den Galgen irgendwie umfunktionieren können, dass man sozusagen auch vielleicht direkt runterfällt in den Fluchttunnel. Ja, Problem ist, dass die Leitung. Okay. Ja, wir können nur wir haben wir haben nur eine Möglichkeit unterm Galgen. Ja, ich hab da eine Fackel reingesteckt auf der Ecke. Nur da können wir theoretisch durch. Oder eben hier in der Ecke. Das kann man auch andersrum bauen. Also nur weil die Leitung hier mitten drin, die Leitung legen wir einfach auf die andere Seite und dann ist gut. Dann könntest du alle darunter fallen lassen. Bis in den Fluchttunnel. Du müsstest das Ganze nur umgedreht bauen. Von der anderen Seite ansteuern. Aber wenn du davon, wenn du da oben runterfällst in den Fluchttunnel rein, meinst du nicht, dass das echt wehtut? Ne, du kannst doch unten. Du auch so ein Wasserding halt. Genau, ein Feld Wasser machen. Das ist eine Leitung. So wie wir es immer gemacht haben. Okay. Doch, Maddie kriegt Genickstarre langsam. Sieht auch ganz ungesund aus. Was versucht Melly da? AFK vermutlich. Habt ihr ein Hütchen aufgesetzt und gesagt, ab in die Ecke und schämen? Melly steht in der Ecke und schämt sich. Okay, gut. Was haben wir denn noch alles zu bauen, theoretisch? Ich werf mal kurz einen Blick. Saluna, mein Sheriff ist so gut wie fertig. Viehmarkt, naja. Ja, den Krämer. Weiß nicht, Totengräber hat man mal noch aufgeschrieben, wenn wir das extra machen wollen. Aber ganz wichtig, was uns noch ganz fehlt, ist, wir haben noch gar kein Schwein mit dem Sattel, wo man drauf reiten kann jetzt. Ja, hat denn jemand schon mal die Schweine ein bisschen gezüchtet? Also Sattel haben wir drei. Ja, also nein. Na wieso, ist doch schon eins mehr, als man braucht in einem Gehege. Ja, ihr lustigen Leute. Was denn? Ach, nix. Hm? Hat Mok Galvan wieder Langeweile gehabt? Sah so aus. Okay. Warum immer ich? Weil ich dich auf Band habe, wie du anfängst, Medi einzubauen. Du bist ein alter Ding. Nicht nur Medi. Also was ist denn? Vergrim. Wo bist du? Ja. Ich habe einen Teil davon drauf, ja. So, ach so, so ein. Das meinst du. Hey. Baby. Ob die Steine jetzt dazugehören, weiß ich nicht, aber das ist mir egal. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Wieso ist denn das Dach immer noch so dunkel? Den Totengräber, könnte man das theoretisch. Ist eine gute Frage. Könnte man theoretisch neben dem. Alles noch dunkel. Neben dem Friedhof da hinten. Bauen. Tu mal Licht da oben reinsetzen. Ja, aber hat der so ein besonderes Haus? Achso, ich brauche ein paar Fackeln. Nö, der hat eigentlich kein besonderes Haus. Der hat halt bloß eine Särge im Vorgarten stehen. Keine Ahnung. Den würde ich aber so ein richtiges, kleines, knuffiges Haus hinsetzen. Echt so ein richtiges, kleines Sohn. So ist gut. Wenn die kommst du nur der Axt hoch. Wieso? Mit die Schule zu gerufen? Achso, warte, ja. Na, das wird heller, wenn du eine Fackel setzt, meine ich. Nee, ich habe da nur einen Klotz weggenommen, keine Fackel. Wir können ihn theoretisch irgendwo hier hinsetzen, denke ich. Hier so auf die Position. Ich hab dir die Axt. Ich hab keine Erde gehabt. Hast du zwei hoch oder einen hoch gebaut? Dann hätte man theoretisch dahinter immer noch Platz, um eventuell den Friedhof zu erweitern, falls es nötig ist. Weißt du? Also nicht, dass es bei uns jetzt nötig ist, aber wenn wir sagen, wir bauen hier den... Bauen wir zwei hoch Platz, damit das hält, ist das ja nicht pervers. Nee, so dicht würde ich gar nicht bauen. Also ich denke mal bis hier oder so. Warte, hier. So, kleines Häuschen. Krass, oder? Ich weiß nicht, wie breit. So. Mal patchen. Oder vielleicht auch ein bisschen breiter als schmal. Also, ne? Mhm.
Dann müsste das, ist das die eigentlich Maus schon vom reichen. PC, Mann, Remus. Sein so, was man ihm vielleicht hinten noch ein bisschen ranstellen könnte, wäre Holz. Wobei, baut der die Dinger oder kauft der die? Boah, leck. Ich denke, der wird sie bauen, weil die messen ja immer aus, oder? Stimmt. Ja, und sonst würde ich sagen, hier an die Stelle. So, mit ein bisschen jo. Vordach und hier, was dann mach ich, ich dann mache ich das mal. Oder sowas. So, Licht ist verteilt. Oh, ein bisschen Holzaugen. Naja, Holz habe ich leider gerade. Ja, 15 habe ich für dich, wenn du willst. Oder 28. Die Frage ist, aus welchem Holz? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss eh immer meine Taschen ein bisschen auslernen. Ich habe ganz viel Tropenholz einstecken. Ich gebe das mal. Mit dir gebe ich das mal weiter, oder? Wenn nein, du mit hinten rumguckst. Was soll ich denn? Ja, komm, gib mir Tropenholz. Deswegen. Wolltest du gerade Quotenholz sein? Ja. Quotenholz, ja. Quotenholz. So, wie sieht's aus? Warte, so ist gut. Ich glaube, jetzt also ist perfekt. Ja. Noch ein bisschen dunkel, aber das können wir leben. Das, die eine Ecke, das fällt gar nicht richtig aus. Genau. Das passt schon. Nee, so ist gut. Sieht gut aus, ja. Komisch, oder? Dass das so durchscheint. Die eine Ecke hier vorne vielleicht. Hm? Ja, ganz genau. Soll ich so tun? Ja. Ja, perfekt. So ist es. Sehr gut. Oh, ich bin begeistert. So. Ach übrigens, Emme, guck mal, wir haben die Maus gefunden. Komm mit. Hier, guck mal da, kriegst einen Knopf. Und noch einen Hebel. Die könnt ihr eher gebrauchen, so jetzt zeigt alles eingesammelt. Guck mal hier. Wir haben die Maus übrigens gefunden. Da ist sie, gucke an der Wand. Der hat sie rangeschmissen, weil er keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Okay. Ja, vielleicht ist ja auch ein Touchscreen. Ist eins zum Anhängen. Ja, ist ja ordentlich zum Anhängen. Den willst du den Fußboden auch mit den Steinen machen? Genau. Das ist eine Wireless und da ist die Docking Station. Oder? Okay. Das ist natürlich ziemlich gut. Wir müssen übrigens noch ein paar Kabel ziehen, damit hier auch der Strom vom Atomkraftwerk fummeln. Na geil, das ist ein Nippel. So, was wir natürlich bei Gelegenheit noch bauen müssen, ist den Telegrafenmast am Bahnhof, oder? Den haben wir, glaube ich, ganz vergessen. Die Telegrafenlinie. Sieht gut aus, neben oder? Der Schiene läuft. Ja, jetzt ist mir zu hell. Ah, das passt schon. Also mit einer schwarzen Decke und dann einer dunkelgrauen Reihe als Übergang zur normalen Wand, das hätte echt Style gehabt. Man könnte gucken, eventuell weit es strahlt, sonst könnte man ewige sozusagen da die Decke dunkler machen und sozusagen, dass es da so ein bisschen trostloser drin aussieht. Ne? Also mal gucken, wenn du halt in eine Westerwende. Die ist gut. Weil hier draußen halt schön hell, aber innen drin. Allein. Theoretisch über dem hier. Genau, den hier. Was soll ich Dings holen? Genau, zwei daneben. Ich fange etwas höher hängen noch. Meinst du? Ja, am Boden. Entschuldigung. Klar. Hätte ich hier gehängt. Sehr gut, mit Dirt bauen. Das ist richtig. So ist richtig, Mokdara. Du hast verstanden, wie das geht. So, ne? Ja, warte mal, genau. Ich guck mal draußen. Jo, siehst du, und draußen sieht man nämlich nichts. So ist gut. Genau. Ich komm mal eben. Optimal. Ja, dann hängst du ja genau unter der Decke. Ja, und? Machst du Matsch rein, ja, ne? Okay. Habt ihr eigentlich in den Zellen noch Fackeln aufgestellt? Nein, in den Zellen sind keine Fackeln. Auch ganz hinten, der einen ist eine. Weil, in der speziellen Zelle. Weil in den Zellen würde ich keine Fackeln rein. Wozu brauchen die Licht? Ja, der mit dem schnellen Ausgang gibt's eine. Noch ja, der Sheriff ist ein bisschen. Der Sheriff ist ein bisschen dämlich, weißt du? Der hat entdeckt mich das. Du kommst doch nicht mal über die. Ich muss Sand wegnehmen oder? Noch. Was machst du? Sand muss wegnehmen noch, also Sand ist. Du musst hier leider woanders hin. Später. Aber es muss einfach hochkommen oder wegbauen, ja. Da kannst du halt auch so mal absetzen. War alles frei da und dann. Okay, wir können ja mal in den Fluchttunnel gucken, was die Jungs da fabrizieren. Boah, es ist ein ziemlich schmaler Fluchttunnel. Er ist ein bisschen zu hell, würde ich sagen. Für einen Fluchttunnel. Ja, aber Monster haben? Oder? Ja, scheiß drauf. Hallo, ist ein Fluchttunnel. Ja, ne. Da treibt sich halt das Gesindel drin rum.
Richtig. Sehr geil. Cool. No. Oh, Entschuldigung. Genau, ja, sehr gut, sehr gut. Muss mal kurz wohin. Emil, wie liegen wir in der Zeit, Ärmel? Wir liegen in der Zeit, lass mich gucken, ja, wir können langsam aufhören. Ich müsste auch Folge. Noch mal kurz vorhin. Ja. Dann hören wir jetzt auf, wenn jetzt alle meinen, sie möchten gerne eine Runde mal und so, ne? Dann machen wir morgen weiter. Macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao.